Wissensdurst. Windkraftanlagen. Wie funktioniert eigentlich ein Windrad? Und wie kommt der Strom aus regenerativer Kraft bei uns in der Steckdose an? Das verraten wir in dieser Folge von Wissensdurst. Um die Funktion zu verdeutlichen, schauen wir uns die Ellinghausener Windräder, kurz Elvira, im Dortmunder Norden genauer an. Heutige Windräder werden mit einem Rotor, bestehend aus drei Rotorblättern und einer horizontalen Achse, gebaut. Der Rotor nimmt die Bewegungsenergie des Windes auf und setzt sie in Drehbewegung um. Ein Generator wandelt diese dann in elektrische Energie um. Die Elviras, mit einer Nennleistung von 2 Megawatt, besitzen eine Nabenhöhe von 114 Metern und einen Rotordurchmesser von 70 Metern. Und sind damit schon ganz schön hoch. Das erste Windrad Erwin ist schon seit 1997 am Netz. Heute werden die Anlagen natürlich immer größer. Die größten Anlagen im Portfolio von DEW 21 stehen in der Gemeinde Einölln und besitzen eine Nabenhöhe von 161 Metern und einen Rotordurchmesser von 158 Metern. Doch wie findet der Windstrom nun den Weg zu mir nach Hause? Die Anbindung der Windräder erfolgt über den Transformator, durch den die Niederspannung aus der Windkraftanlage von rund 690 Volt auf sogenannte Mittelspannung mit 10.000 bis 30.000 Volt umgewandelt wird. Ab hier erfolgt dann die Übergabe des Stroms an den Netzbetreiber Donetz und somit das allgemeine Stromnetz. Wusstet ihr, dass eine Windkraftanlage mit einer Leistung von 4 Megawatt pro Jahr rund 17 Millionen Kilowattstunden grünen Strom liefert? Das entspricht dem Verbrauch von 4.900 Haushalten mit knapp 14.600 Personen. Bundesweit baut DEW 21 regenerative Energien konsequent aus und verfügt heute über 65 Windkraftanlagen mit insgesamt 131,7 Megawatt an 8 Standorten in Deutschland. 4 dieser Anlagen mit insgesamt 6,5 Megawatt stehen im Dortmunder Stadtgebiet. Schon jetzt gehört DEW 21 mit einer jährlichen Stromerzeugung von durchschnittlich 245 Gigawattstunden zu den größten kommunalen Windstromerzeugern in ganz NRW. Mit dieser regenerativen Kapazität können wir pro Jahr rund 165.000 BürgerInnen versorgen und somit 185.000 Tonnen CO2 vermeiden.